Ja, es gibt Ton in der Pitbox. Vielleicht jetzt nicht, aber trotzdem gibt es Ton. Leise, ja? Gibt es heute noch was umsonst? Ich glaube nicht. Hallo? Der Stream ist umsonst, reicht's? Reicht nicht? Das ist traurig. Aber na gut. Nein. Du hast komplett recht. Heute ist der 25.04. Mir ist es vorhin auch schon aufgefallen, oder mir wurde es gesagt. Ich habe es weitergeleitet. Ich bin doch nicht umsonst. Fünf Blöcke noch, dann ist der Tag zu Ende. Werbung bei uns? Nein. Wir haben gerade die Pitbox drin. So, es gibt Updates für euch. Die DPL-Liste wird jetzt aktualisiert. Und ich schätze mal, in 3 bis 4 Minuten habt ihr die aktuellen Ergebnisse wieder drin. Showdown von rechts, Stylus von links. Stylus wieder. 2 auf die Snake, Center, 3 auf die Snake, 2 Tippies, Showdown, Tippy 1, Snake, Corner, Miniam in die mittlere Can und Tippy Maya, Stylus, Snake 1, Snake Corner, Snake Maya, Tippy 1, alle 5 alive.
Oh. Showdown verliert den ersten Spieler. Und geht in Snake 1. Und Schwerin geht in Tibi 3 vor. Stylos in Tibi 2. Oh. Tippegmeier geschossen von Stylos. Nur noch zu viert. Es versucht die Snake-Player sich gegenseitig zu schießen. Bis jetzt hat sich nichts verändert. Hannover hat ihren Tippi-3-Spieler verloren. Showdown nur noch zu zweit. Stylos in Tippi 4 und Run-Through über die Snake. Und alle raus von Showdown. Die DPL-Liste ist wieder aktualisiert worden. Der Seconds Kill von links, Rivers von rechts. Rivers, Snake Honor, Snake Meyer in beide Tonnen und in T-Pack Meyer. Kill nur noch zu viert. Snake Meyer, Center, T-Pack Meyer, T-Pack 1. Snake Meyer geht in Snake 1. Wird gecheckt. Clean. Rivers verliert auch zwei Spieler. Nur noch zu dritt, Rivers. Okay, auch vor in die Tonne gegangen. Rivers, Tippi 2 geschossen. Und jetzt nur noch ein Spiel. Oh, da ist er auch raus. Der letzte Spieler, Rivers, raus. Rivers. Ten seconds. Stylos links. Showdown rechts. Stylos, Medium, Snake Corner, Center, Snake Corner geschossen. Tippi 2, Tippi Meyer. Showdown in Snake Corner, Medium, Center, Tippi Meyer und Tippi 1. Center ist vorgegangen in die mittlere Tonne, war aber raus.
Snack 2 von Stylus, Snack 1 von Showdown. Beide getradet. Showdown nur noch einer. Und Stylus noch zu dritt. Showdown nur noch in dem T-Pack Meyer. Stylus in Snake Meyer, T-Pack Meyer und T-Pack 2. Stylus könnte vor, aber zweite Tore. 30. So, wieder Kiel gegen Rivers. Kiel von links, Rivers von rechts. Game on! Rivers, Snake Corner, Snake Meyer, Center, Tippy Meyer und Cone raus. Kiel im Mini-Am, Snake Meyer, Center, T-Pack Meyer, TP1. Rivers geht vor ins Mini-Am aus der Meyer. Und gleich weiter in Snake 1. So. Kiel versucht es über die Mitte, wird aber geschossen. Und Snake Meyer geht rüber in Snake Corner. Rivers verliert den zweiten Spieler, nur noch zu dritt. Ja. Kiel jetzt auch in Snack 1. Rivers in Snack 2. Rivers verliert den Center-Spieler. Snack-Seite nur noch bei Rivers. Snack 2 komplett alleine. Snack-Corner wurde gerade geschossen und da kriegt der Snack-Player nochmal schön eins auf die Seite. Kielhot Punkt Nummer 2. So, Showdown jetzt von links und Stylus von rechts. Das Mini-M und der Center von Stylus sind gleich raus, genauso wie Snake Corner. Nur noch Tippy Meyer und Tippy 1 bei Stylus drinne. Showdown 5 alive. Besetzt Snake Corn an der Meyer, an dem M Snake Corner. Der Spieler im M ist geschossen worden, zweiter nachbesetzt, Tippy 2 auch besetzt, also
wird schwierig für Stylos zu zweit das noch zu reißen, aber nichts ist unmöglich. Beide Snakes jetzt geladen von Showdown. Jetzt muss der T-Pack ein Spiel aufpassen, sonst kriegt er von Kopf. Der zweite Showdown-Spieler ist geschossen worden und der vierte von Stylos. Und Nummer 5. Punkt für Showdown. Damage verloren. Hä? Ja, alle glücklich, ein bisschen Diskussion und Fragen, alles gut. Bis jetzt keine Beschwerden, dass irgendwas hängt. Stylos, Restspielzeit 24. So. Kiel von rechts, Rebirth von links. Ja, Rebirth hat den letzten Block, so ungefähr 16, 17 Uhr, je nachdem. Rebirth, Snack Connor, Snack Meyer, mittlere Tonne, T-Pack Meyer und T-Pack 1. Snack versucht zu laden, ist aber nicht angekommen. Kiel, nur noch zwei Leute. Nur noch einer, nur noch... Oh, der hat auch noch bekommen. Von Kiel niemand mehr übrig. Punkt für Rebirth. Punkt Rebirth! Punktestand 2-1 für Fördegeier. Restspielzeit 6 Minuten 23. Ist noch ein bisschen Zeit. Also Rebirth kann das Ding rumdrehen. Kiel kann den Sack zumachen. Abwarten, was passiert. Es wird wärmer hier draußen in Garzau. Nur noch ein Viertel vom Feld mit Schatten. Showdown links, Stylos rechts. Tennis gecallt. Showdown! Snake Connor, Snake Meyer, Center, T-Pack Meyer und T-Pack 1. Stylos verliert den ersten Spieler, T-Pack Meyer gedoppelt, Center und Snake Meyer. Alle sitzen sie noch in ihre Deckung, keiner bewegt sich gerade. Da kriegt T-Pack Meyer ein auf die Maske, Center genauso. Stylos nur noch zu zweit, Showdown zu fünft, Showdown geht in T-Pack 2. Snackmeier geht ins M, geht vor in Tippy 50 auf der Snack-Seite.
Center nachgerückt von der Maya. Vom Center in die Maya. So. Showdown auch in Tippi 3. Da kriegt er voll auf die Mütze der Styler-Spieler in dem Maya, Snake Maya und auch T-Pack Maya raus. Punkt Showdown. Punkt Showdown! 30! Punktestand 2-2, Restspielzeit 2 Minuten 55. Ooh, 10 seconds, Rivers wieder ein bisschen langsam. Aber alle am Break. Go! So. Kiel, Miniam, Snake Maya, Doppel T-Pack Maya, T-Pack 1 ist raus. Rivers haben Snake Corner, Snake Maya. Die Ken wurde geschossen, gibt ein 1 for 1 und T-Pack Maya geht in T-Pack 1. Auch G2 bei Kiel, nur noch zu dritt. Snake 1, Snake Corner, T-Pack Maya. Oh, Kiel verliert auch noch den T-Pack Maya Spieler. Nur noch auf der Snake-Seite vertreten. Rübe, Snake 1, Snake Corner und T-Pack 2. Snake 1 geht in Snake 2. Snake-Spieler hat nicht mitgekriegt, dass nur noch die Snake drin ist. Snake 1 auch raus, jetzt nur noch der Snake-Corner. So, Rivers zu dritt. Kiel nur noch im Snake-Corner. Und raus. Rivers macht das Ding. Holt sich den dritten Punkt. Also steht 3-2 für Rivers. So, Stylos. Miniam, Snake Maya, Center, Double, T-Pack Maya. Showdown verliert den Corner-Spieler und den Snake Maya. Penalty. Wurde aber nachbesetzt. Ist jetzt Snake Maya, T-Pack Maya, T-Pack 1. Stylos, Snake 1, Snake Corner, Center, T-Pack Maya. 4-3. 4-2. 4-1. Nur noch ein Showdown-Spieler drinne. Stylos kommt über die Snake und schießt ihn von der Seite. Mit ein bisschen extra Liebe.
So. The Rivers rechts, Key von links. Matchpoint für Rivers. Rivers will direkt ins Minium. Kommt an. Minium, Snackmeier, Center, Tiefeckmeier und mittlere Tonne. Kiel in Minium. Snackmeier, Center ist raus. Tiefeckmeier und Tiefeck 1. Rivers in Snack 1. Noch alle 5 live. Kiel auch in Snack 1. Oh, Rivers verliert den ersten Spieler, den Tiefeckmeier. 4-4. Snackmeier geht in Snack Corner von Rivers. Rivers verliert den zweiten Spieler. Rivers nur noch zu dritt. Snack von Kiel raus. Kiel nur noch zu zweit. Rivers auch nur noch zu zweit. Kiel hat den Snack Corner und Tippy 1. Rivers hat nur noch Snack 1. Jetzt heißt, oh, schön. Einmal kurz hochgekommen. Snack Run-Through aufgehalten. Aber schade. Wird geschossen von T-Pack 1. Gut. Haben wir, wenn der Kieler Spieler clean ist, in den 3-3. Clean. 3-3. Rivers Kiel. 30. Spielstand 3-2 für Fördegeier. Restspielzeit 3 Minuten 1. 3-2. Gut, ich habe einen Fehler bei mir drin. Also Rivers hat keine 3 Punkte. Sorry. Stylos. Keine Ahnung, was die da gerade gemacht haben. Aber der eine Runner ist stehen geblieben. Wusste nicht, wo er dann hin sollte. 2 Leute verloren. Und gibt noch eine Strafe. Stylos, nur noch einer alive im Tippy Mai. Alle raus. Uiuiuiuiuiuiui. Das ging sehr schnell. 3-for-1 für Stylos. Und 1-for-1 für Showdown. Aber das ist egal. Ich kann es dir nicht sagen, das ging zu schnell. Der eine Stylos-Spieler hatte einen Treffer auf der Flasche. Und dann gab es schon das 3-for-1. 10 Seconds, Rivers nur zu viert am Start. Kiel direkt ins Minium. Snackmeier, Doppel-T-Pack-Meier und T-Pack 2. Kommt der Ref und alles clean. Rivers, T-Pack 2, T-Pack-Meier, Snackmeier und T-Pack Corner. Oh, wow, 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 wow. Kiel von Miniam in Snake 1. Macht Druck auf den Meier-Spieler, Tipek Meier. So, 4-5.
Kiel verliert ihren Snack Player, Rivers kommt dafür in Snack 1. Kiel in Tippi 3. Kiel noch zu viert, Rivers auch noch zu viert. Kiel nur noch zu dritt. Snack Corner ist raus. Also, Kiel, Tippi Meier auch raus. Kiel nur noch Tippi 1 und Tippi. Wo ist er? Tippi 2, Tippi 3, Tippi 4. Tippi 4 wurde da geschossen. Von Kiel nur noch Tippi 2 von Rivers, Snack 1 und Snack Corner. Also 2 zu 1. Rivers weiter in Snack 2. Snack Corner geht rüber wieder auf Snack Maya. Machen das Spielfeld jetzt breit, versuchen ihn ein bisschen einzukesseln. Snacker geht ins M, in das Snack M, in das große. T-Pack-Spieler hat fast nur noch die Möglichkeit, sich. Ah, da ist er raus. Da hat er den Treffer bekommen. Rivers Buzzard. Der Kameramann darf wischen. Oder wollt ihr die Spielfeldkamera verlieren? Ich glaube nicht, oder? Ist so sehr schön. So, Punkt für Rivers. Jetzt steht's 3-3. Ja. Showdown, Snack Corner, Snack Meyer, Center, Tippi Meyer. Nur noch zu viert. Stylos verliert auch den ersten, den zweiten Spieler. Stylos in Snack Corner, Snack Meyer und T-Pack Meyer. Showdown weiter in T-Pack 2 und Center geht rüber in T-Pack Meyer. Snack Meyer geht vor in Miniam, wird geschossen. Corner wird auch geschossen, der Snack Corner von Showdown. Showdown nur noch zu zweit, Stylos nur noch zu zweit. Stylos in Snack M, in dem großen, macht gut Druck auf den T-Pack-Spieler. Jetzt ist die Snake komplett alleine gegen zwei Showdown-Spieler. Rubewan. Haben sie sich getradet, aber es ist noch ein Showdown-Spieler in T-Pack 2 übrig. Aber der merkt gerade nicht, dass er allein ist. So, was war jetzt mit dem DPL-Logo? Eine Sekunde! Okay. Und Showdown! Game over! 30! Timeout! Rebirth! Höchste Einschaltrate. Ich weiß von 420, 421, aber ob mal höher war, kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht kriege ich die Information gleich noch, aber wir haben ungefähr einen Durchschnitt von 350, 360. Also teilt den Stream, ladet so viele Leute wie möglich ein. Ist eine geile Geschichte.
Und unsere Sponsoren freut es natürlich auch, wenn wir hohe Einschaltquoten haben. Was? 518? Nein, das sind Follower da oben. Guck mal etwas weiter drunter bei Watching Now. Die Restzeiten kann ich gerade nicht ansagen, weil unten die der Headref sehr viel zu tun hat. Also verzeiht mir dies. Aber hallo, Rock der Livestream. Rivers, Snack Connor, Snack Meyer, vorne in die mittlere Ken, Tippi Meyer und Tippi 2. Kiel verliert den ersten Spieler, Tippi 1, Center, Snack Meyer und Snack Connor. Rivers macht richtig Druck, Snack ist raus bei Rivers. Rivers nur noch zu viert. Okay, auch nur noch zu viert. Ich glaube, wir gehen in die Overtime. Tippi 1 belegt, auch von Rivers. Tippi 1, Tippi 2. Snack Meyer ist raus. Rivers versucht jetzt über die Snack. Oh. Fast. Es war nicht mehr viel. Also was ich selber gesehen habe, waren 420 oder 421 max. Aber was währenddessen mal passiert ist, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht kriege ich nochmal eine Statistik von dem heutigen Tag, was maximale Zuschauerzahlen waren. Ab 1000 gibt es einen Lutscher. Hm. Hast du so viele? Für alle, okay. Eine was? Okay. Ich höre gerade, wie am Ende der Saison wird eine Bob Long Onslaught verlost. Wie, was? Guckt bitte auf. Wie, was? Die Informationen, die kommen in den nächsten paar Tagen, bestimmt via Facebook. Achso. Die Informationen kommen im Laufe der Saison. Und. Okay, in Burg wird sie dann verlost. Ja, Bob Long wird verlost. Ihr habt richtig gehört. Ich glaube, jeder will sie haben. Wer fleißig den Stream schaut, wird auch alle Informationen kriegen, wie, wann der Markierer zu gewinnen ist. Verlost wird sie hier im Stream und alle Informationen kommen im Laufe der Saison. Also immer kräftig mitschauen von Anfang bis Ende. Und in Burg geht dann die Verlosung los. So. Overtime-Punkt, Rebirth. Ja.
natürlich gesponsert von WSS. Snack Honor, Snack Meier, mittlere Tonne, Tippi Meier, Kiel nur noch zu dritt in Tippi 2, Snack Meier und ich glaube Corner. Der ist leider für mich sehr schwierig einzusehen. Nein, nur noch zu zweit Kiel, Tippi 2 und Tippi Corner, Snack Corner. Rivers in Snack 2. Macht Druck auf T-Pack 2. Hat er gekriegt. Nur noch die Snack Corner von Kiel. Und Rivers noch zu viert. Jetzt kommt ein Run-Through über die Tippies. Im Korn bleibt er stehen. Nimmt das Feuer auf sich. Jetzt kommt die Snack. Snack und kriegt er. Ja, er ist raus. Rivers holt sich den Overtime-Punkt. Ja, die Bob Long wird kommt von WSS gesponsert. Der Sport- und Sicherheitsshop, der älteste Paintball-Shop in